Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter. Wir sind in Folge Nummer 10 von Simotrans mit dem Comicpack. Hier oben dampft gerade die Lok vorbei. Ja, wir hatten da letztes Mal die Überlegung, ob hier das Hüdengrab gemacht werden soll, was wegfällt, weil da ja keine Passagiere sind und die orthodoxe Kirche wollten wir anschließen. Und da müssen wir mal gucken, ob wir dann den Weg über diese zweite orthodoxe Kirche gehen, vielleicht über diese dritte orthodoxe Kirche gehen und dann nach Lübeck, würde ich sagen. Und das Ganze mit dem Zug. Aber ob das sich lohnt oder nicht lohnt, das schauen wir gleich nach dem Intro, ne? Bis gleich. So, dann wollen wir uns das mal anschauen. Wie viele Gäste stehen denn hier am Bahnhof und wollen da hoch nach Lübeck? Ne, von hier aus will keiner, weil wir haben ja den Halt für Lübeck hier. 6 Passagiere, das ist schon mal in Anführungsstrichen nicht so viel. Schon Kutschen unterwegs. Ja, aber 3. Und was sagt Lübeck? Das ist die Frage dann. 21 Passagiere wollen nach Roßlau. Und keiner will weiter nach Attendorn? Okay. Meine Überlegung ist erstmal die, wir können das sicherlich machen, indem wir jetzt anfangen hier einen Zug erstmal bis dahin zu bauen. Und der dann dahin fährt und wieder zurückfährt, oder? Und dann bauen wir den nächsten und vielleicht bauen wir erstmal so und dann da lang. Ja, das machen wir vielleicht. Da würde ich aber sagen, wir fangen erstmal mit dem Streckengleis an, dass wir das hier weiterbauen. Und zwar brauchen wir da Gleisarbeiten. Wir nehmen das 50er Gleis, machen das hier so schön dran vorbei. Schließen das da an. Und dann gibt es einen Bahnhof dazu. Was haben wir hier? Güterbahnhof. Überdachter Bahnhof. Ne, wir machen erstmal den ganz einfachen. Und da machen wir 1, 2, 3. Gut, das passt dann erstmal. Und hier müssen wir jetzt noch mal aufrufen. Und gehen hier in das Pantographenanweisung. Okay, das hört sich schwierig für mich an. Signal. Ist das hier? Track Sign Speed 140. Okay, das ist wohl eine Geschwindigkeitsgeschichte, dass da Züge, die schneller wie 140 fahren dürfen, nur. Ja, sieht so aus. Plattformwahlsignal. Okay. Signal 750. Das ist auch ein Signal 750. Was ist denn der Unterschied jetzt hier? Das ist elektronisch und das ist klassisch, ne? Jetzt müssen wir mal gucken. Das ist einfach so mal hinstellen, weil dann fährt der Zug nämlich genauso weiter wie der, aber nur bis dahin und dann wartet er, bis da frei ist. Gut, und dann nehmen wir jetzt erstmal den Zug dazu, der dahin soll. Ah, hier kann kein Signal aufgestellt werden. Sehr schön erkannt. Und zwar brauchen wir jetzt eine Lok. Wie viel spielen wir mit dem Geld ein? 4,1 läuft da unten, also das ist noch alles easy going. Passagiere. Haltlänge 3. Geht noch einer mehr eigentlich? Ja, würde auch noch gehen. Und dann wäre das Blödsinn, weil wir haben alle Züge bisher nicht so lang, oder? Doch, haben wir. Dann machen wir das. Also 4 hat der da unten. Dann machen wir hier aus dem 5. Das würde bedeuten, dass dieser Zug jetzt einen Fahrplan braucht, den wir neu anlegen müssen. Kein eigener Fahrplan, sondern einen Fahrplan zu Linie machen. Und jetzt ist das dann hier. Starten. Und dort dann. Ja, und dann ist das da natürlich die Geschichte in Roßlau. Nee, das wollen wir nicht. Ich möchte hier eine Mindestbeladung von nicht 100% haben. Von 20% haben, würde ich mal sagen, oder? Oder machen wir 10 wie überall? Machen wir 10 wie überall. Das ganze Kind heißt dann
Ja, Personenzug. Ja, gute Frage, ne? Roßlau? Ich würde es schon Lübeck nennen wollen. Roßlau. Lübeck, Roßlau. Ah, da wollen wir ja so einen Bindestrich dran machen, ne? So. Weil das ist ja der Anfang schon mal für die Linie, ne? Nachher müssen wir das mit diesen 10% aber dann neu reglementieren, wenn wir in Lübeck sind, sozusagen. So, das ist schon geklärt. Und dann kann der eigentlich starten. Noch kein Fahrplan vorhanden. Okay, da haben wir was falsch gemacht. Da haben wir wahrscheinlich Enter gedrückt oder sowas, ne? Fahrplan. Fahrplan ist das. Das war ja jetzt nicht so geschickt, ne? Von da nach da. Hier waren die 10%. Ja, das war genau andersrum. Und das nochmal als Personenzug Lübeck. Roßlau, oder war das Lübecke? Das weiß ich jetzt gar nicht. Hier war es, ne? Wenn Lübecke ist gar nicht Lübeck. Das liegt bei Minden, ne? Minden Lübecke, das kennt man ja aus der Handball-Bundesliga, glaube ich, ne? Lübecke. Roßlau, das passt. Schuss. Jetzt muss das da oben hinkommen. Passt. Und die 10% stehen da, passt auch. So, und dann würde das jetzt bedeuten, dass der hier Lübecke Roßlau braucht. Und dann kannst du den starten. Diese Linie können wir gleich weglöschen. So, jetzt ist die Frage, wo der ist und wo der hinfährt. Ah, der ist schon hinter dem Signal, deswegen fährt er. Okay. Aber, okay, das müssen wir schauen, wie das klappt. Ja, er fährt da schon mal richtig hin. Lass mal gerade diesen Linie 21, die können wir erstmal rauslöschen. Linie löschen. Und was ist Linie 23 geworden? Fahrplan. Auch rauslöschen. Das schließen und dann da nochmal und löschen. Passt. So, jetzt müssen wir nur gucken, wo er her als erstes hinfährt. Sein erstes Ziel brauchen wir da. Orthodoxe Kirche ist wohl das erste Ziel, ne? Dann passt das ja. Aber ich habe nicht genau geguckt. Doch ist orthodoxe Kirche, dann sollte das eigentlich so funktionieren, dass die aneinander vorbeifahren. Und er hier oben steht da wahrscheinlich und wartet noch eine ganze Weile, ne? Ja. So, machen wir gerade schneller. So, der biegt jetzt da ab. Wir können ja hier schon mal reingucken. Da steht niemand. Und der fährt da rum. Das ist schon mal gut. Wahrscheinlich wird es erst besser, wenn er da steht, ne? Einmal schneller. Jetzt fährt er aber nicht, weil er die 10% auch noch hat wahrscheinlich, oder was? Sieben Passagiere warten, ist klar. Alle warten auf Roßlau sozusagen. Aber da ist einer in der Kutsche eingestiegen jetzt. Sechs Passagiere über Lübecke Rathaus. Okay. So, wo ist die nächste Kirche? Die wäre da. Und da. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das weiter gestalten, ne? Weiß ich jetzt auch noch nicht. Ja, eigentlich müssen wir schon hier, zack, weiterfahren. Planung gehen wie?
Kommen wir da vorbei? Ja, da kommen wir vorbei. Das würde bedeuten, wir machen mal das Gleis schon dahin. Und zwar würde ich so fahren. So erstmal fahren. Ja, eine Etage höher ist das dann schon. Und dann kommt da das Bahnsteig hin. Das passt auch. So, jetzt müssen wir die Linie bearbeiten. Lübeck-Roßlau. Fahrplan. Nochmal Fahrplan. Gott, das ist die orthodoxe Kirche zum Glück. Und hier müssen wir jetzt den einfach hinzufügen, ne? Das ist Roßlau-Waldbahnhof. Genau, passt. Und dann wieder zur orthodoxen Kirche. Aber ich wüsste jetzt nicht, ob den, aber das ist trotzdem den Halt dann machen und dann passt das erstmal, oder? Wir machen nur den einen hier und dann ist es gut erstmal. Und dann ist die nächste Frage, ob da überhaupt einer einsteigt, ne? Sieht jetzt gerade nicht so danach aus. Hier haben wir Lübeck-Roßlau, den Fahrplan. Ist das denn so richtig? Jetzt haben wir wahrscheinlich. Oh Mann, ey. Doch, der ist richtig. Ne, das ist jetzt der Bahnhof und jetzt haben wir den Fahrplan. Und der ist umgesetzt, passt. Und sitzt schon einer drinne? Nein, es sitzt niemand drinne. Er steht da schon wieder, der ist eben aber schon mal weggefahren. Dann lass uns die Linie nochmal nehmen. Nochmal den Fahrplan, Roßlau. Machen wir hier die 10% hin. Und da machen wir die 10% weg. Ah, geht auch so, ne? So, und dann fährt er jetzt weiter, oder? Also, vielleicht sollten wir den behalten, um zu gucken, was passiert oder auch nicht passiert, ne? Lass mal schneller fahren. Kommt jetzt bei der zweiten Kirche an, hat natürlich niemanden dabei. Ist jetzt hier bei der ersten und da steht er jetzt und wartet wieder. Ja, da passiert jetzt noch nichts, ne? Ist die Frage, ob hier jemand steht, der zu den Kirchen möchte. Nee. Ich glaube, das geht sich nie aus dann mit den Kirchen. Das dauert zu lange, bis da was passiert. So, nächster Halt wäre jetzt da drüben, ne? Hierhin. Äußerst schwere Station hier. Hier lang muss es gehen. Okay, das funktioniert schon mal nicht so ganz. Die Brücke muss her. War das jetzt hier die Hochbahn? Nee, das war es auf gar keinen Fall. Wie war denn die Brücke unten bei Jena? Oder wo war die? Ach doch, die sieht doch so aus. Okay, dann basteln wir da dran weiter. Das war was mit den halben Höhen, ne? Hm, genau so ist es. Okay, ich glaube, die reißen wir mal schon mal gleich wieder ab. Irgendwas ist da falsch. Oh, eine Hochbahn, die funktioniert so, alles klar. Ich hatte doch diesen Bagger gerade ausgewählt, ne? Wieso baggert er das nicht weg?
Wie kriege ich denn jetzt hier einen Bagger zum Abreißen her? Ach, das war der falsche Bagger. Das war jetzt ein teures Unterfangen, würde ich sagen, ne? So, jetzt müssen wir nur gucken, wie wir das wieder hinkriegen, ne? Hier waren wir. Das ist die Hochbahn und das ist die Hochbahnbrücke. Und wir brauchten die Brücke. Die Höhe der Brücke über den Weg darunter reicht nicht. Das reicht aber. Okay, das bedeutet, wir müssen da jetzt weiter fahren. Nach da. Kriege ich die jetzt auf einen Bildschirm? Ja. Von da nach da. Jetzt kriege ich die nicht dahin. Da geht's hoch, da geht's runter. Naja, dann ist das so. Ach, unser altes Spiel hier. Jetzt verstehe ich, warum es nicht geht. Das war ja die Geschichte mit dem Bahnübergang, der nicht über eine normale Straße funktioniert, ne? Das bedeutet, wir reißen die Straße ab, bauen die Straße dann dahin und können dann mit der Bahn darüber fahren, ne? So sieht's aus, oder? So, und hier oben muss noch ein Bahnsteig hin. 3. Passt erstmal. Und Linie verändern. Lübecke, Roßlau. Ah. Fahrplan bedeutet, ja, das ist das, was ich immer noch nicht weiß, warum das nicht geht hier. Und da müssen wir jetzt hinzufügen. Nein, da müssen wir jetzt einfügen machen. Okay, wo ist er jetzt? Den da einfügen. Lübecke Orthodoxe Kirche und dann nochmal einfügen hier. Waldbahnhof, dann zur orthodoxen Kirche nach Roßlau. Dann ist diese Linie passend. Die haben wir so geändert. Ist nur die Frage, wann der dann irgendwann mal fährt. Wahrscheinlich nie. Fahrplan. Die 10%, die helfen uns nicht weiter, ne? Ich glaube, wir werden das mal. Wir werden einfach weiter nach oben bauen jetzt. Nach Lübeck und dann fährt der Zug da durch und fertig. Jetzt müssen wir nur wieder gucken, wie wir da hinkommen, ne? Also. Bahngleis geht definitiv hier los, würde ich sagen, oder? Machen wir mal so. Dann die Brücke geht von da nach da. Und dann, wie geht's dann weiter? Ja. Kriege ich die auf einen Bildschirm? Ne, nicht ganz. Ja, muss wohl so der Weg sein, ne? Der ist verbunden. Und der ist wohl auch verbunden. So, und dann die Linie nochmal her. Fahrplan. Und jetzt ist es Roßlau-Wald. Lübecker orthodoxe Kirche. Er mag meinen
Cursor da nicht. Jetzt hat er. Nicht hinzufügen, sondern einfügen. Und jetzt sind wir wieder an der falschen Stelle. Lübecker Orthodoxe Kirche ist richtig. Und da müssen wir den Halter noch bauen, dass wir den einfügen können. Den können wir jetzt einfügen dann. So, Lübecker Rathaus, Roßlauer Wald. Da müssen wir hier nochmal hin. Roßlauer Wald Bahnhof? Nee. Doch, das ist jetzt, glaube ich, dann richtig, ne? Ja, jetzt passt die Linie. Aber die 10% hier muss dahin. Und die 10% da muss weg. Und fertig. Jetzt fährt er da unten auch. Mach den zu. Mach den zu. Guck dir den an. So, die haben jetzt genug zu fahren, oder? Folgen ist da, ne? Ja. So, er fährt da rein. Holt sich 4 Leute schon. Niemand steigt da ein. Niemand steigt da ein. Niemand steigt da ein. Und in Lübecke. Steigen 17 ein. Sehr schön. Die fahren alle nach Roßlau jetzt. Hier ändert sich nichts. Hier. Oh, 2 dazugekommen. Sehr schön. Und da nix. Okay, da haben wir 21. Keiner dazu. 2 weniger. Okay, sehr gut. Die machen das Sightseeing gerade. Niemand weniger und so. Passt erstmal, würde ich sagen, ne? Gut, lange Folge, machen wir hier erst wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Ahnung habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir dann die Postkutschen noch auf jeden Fall, die Personenkutschen von dieser Strecke Roßlau-Lübeck runternehmen. Ne? Bis dann, ciao!